Schon seit geraumer Zeit versuchen Lehrkräfte, den Unterricht mit Hilfe der heutigen Technik interessanter zu gestalten. Doch nicht selten kommen die Schüler und Schülerinnen zu kurz. Oft fehlt die wichtigste Stellschraube, die Interaktion. Und man muss sich nicht wirklich groß mit Medien auskennen, um zu wissen, dass Computerspiele im Allgemeinen so ziemlich das interaktive Medium sind. Zum Glück gibt es da auch einige schlaue Köpfe, die Computerspiele auch als Lernmittel zur Verfügung stellen. So auch das Entwicklerteam von Strange Loop Games mit ihrem Spiel Echo. Und damit nun auch von mir ein herzliches Willkommen zu meinem Vortrag Echo, das Klassenzimmer auf einer virtuellen Erde. Mein Name ist Vincent Kling, ich studiere derzeit Medientechnik hier an der HTWK Leipzig im zweiten Fachsemester und ich habe in den letzten Monaten mit einem Freund zusammen eine Menge Echo gespielt. Ein Spiel, welches mittlerweile auch immer mehr Aufmerksamkeit im Unterhaltungssektor bekommt, obwohl es ursprünglich nur für den Bildungssektor ausgelegt war. Doch was ist überhaupt Echo? Echo ist ein Open-World-Survival-Craft-Spiel, welches 2014 in Zusammenarbeit mit der University of Illinois entwickelt und mit Hilfe einer Kickstarter-Kampagne und mehreren Förderungen auch vom US Department of Education finanziert wurde. In diesem Spiel müssen im Normalfall mehrere Spieler einen Meteorschlag innerhalb von 30 Echtzeittagen verhindern. Dafür müssen sie sich in verschiedene Berufe einteilen, eigene Produktionsketten erbauen, bis sie die Laser errichten können. Dazu müssen sie aber auch eine Wirtschaft und eine funktionierende Gesellschaft errichten und vor allem aufpassen, dass sie sich im Wettlauf gegen die Zeit nicht selbst ins Chaos stürzen. Denn jede Einwirkung auf die Umwelt hat ihre Folgen. Und damit sind wir schon beim ersten großen Punkt dieses Vortrags, die Spielmechaniken von Echo. Bleiben wir erstmal bei der Umwelt. Wie man hier auf diesen Bildern schön sehen kann, gibt es auf der einen Seite links klares, blaues Wasser. Und auf der anderen Seite rechts trübes, farbiges Wasser, welches durch den Einsatz von Ölraffinerien entstanden ist. Aber auch der feste Boden wird in Mitleidenschaft gezogen, denn auch schon bei kleineren Emissionen wie Brennöfen oder schwach motorisierten Autos kann der Boden austrocknen. Das sieht man zum Beispiel auf dem Bild rechts. Wie auch im echten Leben sind einige Pflanzen nicht sehr verzeihlich, zu viel Sonne und zu wenig Schatten und Dünger und die Pflanze bekommt einen Hitzeschaden und ist nicht mehr zu gebrauchen. Ist man eher ein Freund fleischhaltiger Ernährung oder möchte die Tiere ihres Leders oder Fell berauben, kann es bei übermäßiger Jagd zu einem Aussterben der gejagten Arten in einer Region kommen und bei zu viel CO2-Ausstoß kann der Meeresspiegel ansteigen. Und es gibt noch so viel mehr, das würde aber den Rahmen dieses Vortrags sprengen. Es zeigt aber, welches Potenzial hinter Echo steckt. Zumal nicht nur der Umweltaspekt eine wichtige Rolle spielt, auf großen Community-Servern, welche teilweise auch von den Entwicklern betreut werden, darauf komme ich später nochmal zu sprechen, gibt es richtige Staatsoberhaupte, die erst gewählt werden müssen. Durchaus gibt es sogar schon vorgefertigte Gesetze oder solche, die erst im Laufe des Spiels eingeführt werden. Die Spieler können da auch mitbestimmen und anhand von Daten ihrer Welt argumentieren. Hier ein Beispiel. Ein Spieler schlägt ein Gesetz vor. Each player may not kill more than 500 Kamas per day. Kamas ist eine Pflanze, in dem Fall bezieht sich das Kill eher auf das Ernten. Also ein Spieler soll nicht mehr als 500 Kamas pro Tag ernten. Denn die Kamas-Population ist gesunken. Anhand eines Graphen kann der Spieler jetzt nun argumentieren. Dann startet man eine Wahl. Hier sieht man auf dem Bild in der Mitte Pending Elections ausstehende Wahlen. Dort kann man die Wahl dann starten. Und je nachdem, wie diese Wahl ausfällt, wird das Gesetz dann eingeführt oder halt nicht eingeführt. Man kann dann auch eine bestimmte Bedingung festlegen. Das sieht man auf dem Bild rechts oben. Es gibt auch ein Wirtschaftssystem in Echo, welches vor allem auf den großen Servern sehr viel Anklang findet. Es bietet diverse Features wie Tauschhandel, Aufträge, eigene geprägte Währung, Steuern, Spielerkredite, Grundeinkommen, Staatskasse und sogar Inflation. Links auf dem Bild sieht man eine Münzprägemaschine, in der Mitte eine Bank, auf der die Spieler ihr Geld hinterlegen können und rechts ein, ich meine, etwas veraltetes Bild eines Vertrages bzw. eines Auftrages. Man sieht, was soll der Spieler machen? Eine Straße bauen, diese ist 4 breit und soll aus Erde bestehen. Dafür bekommt derjenige, der diesen Auftrag erfüllt, 500 von der eigenen Währung. Bevor ich jetzt zu den Community-Servern komme, noch etwas zu den Berufen und nachher noch was kurz zu den Werkbänken. Links sieht man diesen schönen Skill-Tree und rechts sieht man, wie das dann im Spiel aussieht. Man hat eine Auswahl, wie in einem Buch, man kann da mehrere Kapitel durchgehen und dort findet man diese ganzen Spezialisierungen. In dem Fall haben wir jetzt hier die Farmer Profession, also den Beruf des Farmers. Dort sieht man Gathering, Farming, Fertilizers und Milling. Alles Berufe, die irgendwie mit dem Farmer zu tun haben. Doch dafür braucht man bestimmte Voraussetzungen, um bestimmte Sachen freizuschalten. Ganz schlimm wird es bei Milling. Für Milling braucht man nämlich etwas von Basic Engineering, etwas von Farming und etwas von Cooking. Und wenn man das nun freischalten will, muss man sich an einen Research Table begeben, also an einen Erforschungstisch, und dort müssen diese Parteien dann zusammen
ihre Ressourcen reinlegen, damit für Milling ein Buch sozusagen gecraftet werden kann. Und mit diesem Buch kann man dann Milling erlernen. Dann braucht man noch einen Skillstern, mit dem man das freischalten kann. Und erst dann kann man endlich loslegen. Wenn man jetzt aber nur zum Beispiel zu zweit spielt, so wie ich es mit meinem Freund getan habe, ja, dann fällt das alles so ein bisschen hinten runter. Denn normalerweise auf den großen Servern hat jeder so ungefähr 2 bis 3 oder maximal 4 Spezialisierungen. Wenn man aber nur zu zweit spielt, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Da hat jeder ungefähr, also man teilt sich quasi rein, Hälfte, Hälfte, kann man sagen. Wobei man sagen muss, wir waren ungefähr 100 Stunden in unserer Spielwelt und wir haben bei weitem nicht alle Spezialisierungen erforscht. Wir haben die wichtigsten uns rausgesucht, aber zum Beispiel sowas wie Baking und Advanced Baking ist hinten so ein bisschen runtergefallen. Aber in der großen Echo-Welt, wo zum Beispiel 60 oder 70 Leute spielen, ist es sinnvoll, jemanden zu haben, der backen kann. Denn Ernährung ist in Echo ziemlich wichtig. Eine ausgewogene Ernährung bringt auch mehr XP. Mehr XP bedeutet, dass man schneller aufleveln kann. Und je schneller man auflevelt, desto mehr Spezialisierung kann man natürlich auch nutzen. Wobei das auf dem Server natürlich dann limitiert ist. Nur noch ein Wort zu den Maschinen und den Werkbänken. Man sieht links zum Beispiel etwas, was jemand machen würde, wenn er in der Holzverarbeitung ist. Man hat hier eine Sägemühle, ein Carpentry Table. Daraus kann man zum Beispiel schöne Baublöcke herstellen. Oder man versorgt andere Spieler mit Brettern. Rechts auf dem Bild sieht man aber das, was so ziemlich die Umwelt am meisten verpestet, und zwar die Ölgewinnung. Man hat ein paar Ölpumpen, in unserem Fall waren es gerade mal 3, wir haben uns dann später noch auf ungefähr 8 gesteigert. Und die Ölraffinerie, wovon wir dann auch noch 2 Stück hatten. Und natürlich, damit dann auch alles funktionierte, brauchten wir einen Stromerzeuger. Das war in unserem Fall so ein schöner Dampfkessel. Dieser hat uns mit ungefähr 3000 Watt versorgt. Und das hat natürlich die Umwelt in diesem Bereich ordentlich verschmutzt. Die Ölgewinnung ist aber nun ziemlich wichtig, denn es gibt auch Elektriker, die viel Öl brauchen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel große Strecken zurücklegen will, man braucht ja irgendwie Brennstoffe für sein Auto. Es gibt natürlich auch einen Ökodiesel, dieser ist aber wiederum etwas teurer als der normale Diesel, den man mit Öl herstellen kann. Aber was gibt es für Alternativen in der Stromerzeugung? Windräder und Solarzellen. Hier, das war noch relativ am Anfang unseres Late Games, also der spätere Spielverlauf, da hatten wir nur so 3 Windräder und vielleicht 2 Solarzellen. Das Ganze mussten wir dann sogar noch upgraden auf 9 Windräder und 5 Solarzellen, damit unsere ganze Produktion irgendwie hinhaut. Und stelle man sich vor, man ist auf einem großen Community-Server mit ungefähr 70 Leuten, dann weiß man, wie viele Windräder und Solarzellen man braucht, wenn es mehrere Leute in einem Beruf gibt. Denn mit einer Ölraffinerie oder mit 2 Ölraffinerien kommt man nicht wirklich gut zurecht. Und dann gibt es ja auch noch ganz viele andere Maschinen, die mit Strom laufen müssen. Also, kommen wir nun mal zu den Community-Servern und zu den Schulservern. Denn die Schulserver zum Beispiel laufen über die Educational-Version von Echo. In einem Interview erklärte mir der Associate Producer Dennis von Strange Club Games, dass sich diese Version inhaltlich nicht von der Standardversion unterscheidet. Jedoch haben Lehrer die Administration über die Schüler und können jederzeit neue Konten dazu buchen, falls das benötigt wird. Das Problem ist halt die Einbindung von Videospielen bei uns in Deutschland im Unterricht. Naja, das fällt alles so ein bisschen hinten runter. Aber der Associate Producer erzählte mir, dass es noch einige laufende Projekte an Universitäten gibt und auch der Landesjugendring Brandenburg Echo für Schulung verwendet hat. Echo ist ein sehr interdisziplinäres Spiel. Geologie, Biologie, Politik, Wirtschaft, was ja irgendwo auch in Politik mit drin ist, wird alles miteinander vereint. Man könnte den Schülern und Schülerinnen erklären, wie funktioniert Wirtschaft, wie funktionieren Steuern, wann kommt es zu einer Inflation. Das Ganze muss man nicht mehr trocken vermitteln. Der Schüler muss direkt am Geschehen beteiligt sein. Und gerade bei Videospielen eignet sich das sehr gut. Und bevor ich nun meinen Vortrag beende, ich habe mir sagen lassen, man soll einen guten Vortrag immer mit einem Knall beenden. Und das habe ich einfach jetzt mal wörtlich genommen. Schauen wir uns doch einfach mal an, was passiert, wenn der Meteor auf die eigene Spielwelt kracht. Nun, sollte man es nicht geschafft haben, innerhalb von 30 Echtzeittagen die Laser zu errichten, so wie wir. Gut, man muss sagen, wir haben den Meteor mit einem Befehl heraufbeschworen,
weil nach 100 Stunden in einer Spielwelt kann man auch mal diese Spielwelt zu Ende bringen. Naja, man sieht, was passiert. Ein großer Meteorschlag, der einen riesigen Krater hinterlassen hat, der noch zu einem Meteorschauer führt und so ziemlich die ganze Welt verwüstet. Dieses Fabrikgebäude, wo jetzt hier dieses Video endet, das stand nicht mehr. Und nun möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Und nun noch viel Spaß beim Spielen von Echo oder einem anderen Spiel. Und viel Spaß natürlich auch noch bei den anderen Vorträgen. Dankeschön.